Hallo MMA4Today-Fans, ich bin hier mit Ahmed Sheikh Musa. Er hat soeben mit um den Federgewichtstitel bei Glory gekämpft. Wie geht's dir gerade gesundheitlich nach dem Kampf? Alles bestens, mir geht gesundheitlich gut, nur es ist halt enttäuschend ein bisschen. Aber so ist das Leben, man verliert im Leben, man verliert im Sport. Wer eine Niederlage nicht akzeptieren kann, kann auch einen Sieg nicht akzeptieren und kennt den Geschmack nicht. Deshalb, ich nehme es wie ein Mann an und ich werde stärker zurückkommen. Definitiv, es war eine hervorragende Leistung. Du hast über 5 Runden lang eine Schlacht geliefert. Was war dein Gameplan davor? Konntest du den Gameplan umsetzen oder warst du überrascht von den Fähigkeiten von Fetch? Nein, ihr habt gesehen, der hat keinen Kicks gemacht. Der war von überall blockiert, hat einfach nur einen Glückstreffer gelandet und das hat eventuell für den Augen von Richtern die Statistik umgeändert und man kann nichts machen halt, ne? Du hast eine ganze Armee mit dir. Ich vermute mal, also mehrere hundert Leute haben da zugejubelt. Hast du es im Kampf mitbekommen? Wie hast du das an die Fans mitbekommen? Die haben mir sehr viel Kraft, sehr viel Motivation gegeben, nach vorne zu gehen, Gas zu geben, weiter nach vorne zu gehen, weil wir sind ein Volk ohne Erfolg. Wir werden von jedem bekämpft, egal auf welche Art und Weise werden wir immer bekämpft. Und wenn ich auf irgendeine Art und Weise meinem Volk eine kleine Freude machen kann, dann werde ich das immer wieder machen. Sogar wenn ich dafür sterben muss, dann werde ich das auch machen. Was sind deine nächsten Pläne? Hast du schon oder willst du erstmal relaxen und schauen oder willst du demnächst wieder so schnell wie möglich wieder angreifen? Es gibt kein Relaxen. Ich gehe zu meiner Mutter, die ist krank. Und danke. Und danach werde ich schauen, was Glory ich sage. Ich bin bereit, September, August wieder in den Ring einzusteigen, zu kämpfen. Ich bin ein aktiver Kämpfer und ich will übernehmen. Ich lasse meinen Kopf nicht hängen von einer Niederlage. Patch meinte im Interview danach, dass er dir gerne ein Rematch gibt. Bist du bereit dafür? Ja, jederzeit. Wenn ihr mir ein Rematch gibt, dann sehr gerne. Sehr gerne. Ja, vielen lieben Dank und es war wirklich eine hervorragende Leistung. Ich hoffe, beim nächsten Mal sehen wir dich dann mit dem Goethe. Vielen lieben Dank und gute Besserung.